Hallo und willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir befinden uns im Pause-Menü, da ich letztes Mal nicht speichern konnte und wir uns mitten im Kampf befinden gegen die zwei, sagt man mal, Wachen, die wir letztes Mal gegen Ende gesehen haben. Genau, da würden wir jetzt direkt weitermachen und da müssen wir zurückschießen. So. Das läuft doch gut her mit dem ganzen Loot. Ich nehme nämlich stark an, dass wir hier überleben werden. Dann braucht man ja das ganze Geld. Die sind aber schön gerüstet hier. Muss ich schon sagen. Ja, Rogue. Werte schon irgendwie schaffen. Ah, was kann man denn hier machen? Local Network Upload Music. Sehr schön. So, Ambient Sound auch an. Alarm mach mal aus. Und im Netz hat man nichts. Wo muss man eigentlich hin? Zum Helifopter. Dann wollen wir mal dahin. Hi. Bye. Das wird hier keine Schleichmission. Das gefällt mir sehr. Rogue braucht Backup. Warum das denn? Wovor denn? Oh, das ist ein fetter Typ. Der sieht ja so fett aus wie ich. Also von den Körpermaßen. Und wir haben die LMG aufgehoben. Rogue, geht's dir gut? Hört mal auf, euch zu bewegen, wenn ihr eigentlich tot seid. Ah, du bist doch ein Feind. Was versteckst dich denn da im hohen Gras? Du bist doch kein Pokémon. So, jetzt wollen wir Wayland mal retten, wenn wir denn hinkommen. Ja, ist ja gut. Hui. Na gut. Erstmal looten. Da liegt noch Loot. Ist irgendwas hinter den Wasserfällen versteckt? Das wäre schön. Ich mag, wenn Videospiele das tun. Was ist denn das? Na gut. So, Rogue. Dann wollen wir mal weitermachen. Wenn ich das jetzt nochmal neu aufnehmen muss, weil ich einen Copyright-Strike wegen der Musik bekomme, dann habe ich mir das selbst angetan. Kann sie leider auch nicht ausmachen. Dachte, das wäre nur so ein kleiner Gag, aber anscheinend läuft sie gerade konstant. Ja, ist ja gut. Geht doch einfach über die Treppe. Was muss ich da außen rumstehen? Ja, ist ja gut. Solange die Waffe hier funktioniert, können wir sie auch verwenden. Andere Waffen. Ja, damit. Ich werde beschossen. Ah, das war meiner. Oh, sind das schöne Gegnerhorden. Ja. Oder das waren schöne Gegnerhorden. Arg lang hat es nicht gedauert. So schön Loot, Loot, Loot. Loot, Loot, Loot. Und da hinten... Oh, hier noch einmal Loot. Und da hinten müssen wir was aufsammeln. Ja, und wir gehen sicher. So. Auf zum Aufzug. Oh. Hätte ich beinahe übersehen. Alles, was Geld bringt, wird mitgenommen. Oh, hier könnten wir Körper verstecken. Aber wir schleichen ja nicht. Das ist unnötig. So. Wir müssen, glaube ich, warten. Oh, ich habe die Waffe weggeschmissen. Mist. Die ist jetzt runtergefallen durch einen Aufzug. Ins Atrium. Da baller ich die Gegner um. Na ja, komm schon. Ich hätte die Fahrstühle schon längst abgeschalten. Dann wollen wir mal. Jesus,
was just a month ago I met with Michiko Arasaka here. Empty hallways, offices. Just like back then. Remember? Of course. So halbwegs. You've changed, you know? Finally grown up. Ja, das hoffe ich doch. So, security rooms are on the lower level. You'll need to plow through. Ja, ja, ist ja gut. Das sind mal fancy Hologrammfüchse. Was ist denn hier drin? Ja, mit dem Zeug. Und was kann ich hier machen? Nix. Mensch, die Japaner verstehen was von Einrichtung. Echt nicht schlecht hier. Und, her mit dem Gin. Wer weiß, wann wir das brauchen werden. No, so hier, irgendwas Tolles hier drin. Anscheinend nicht. Vielleicht der Meditationsraum. Oder ein Besprechungsraum. Na gut. Weiter geht's. Oh, das sieht mir nach Feinden aus. Fucking elevators are still jammed. Gotta jump. That's a long way down. Precisely why I told you to bring the antigraphs. Das ist doch nicht. Hier geht's doch nicht arg runter. Also zumindest auf so ein mittleres Level. Oh, ganz nach unten ist es dann doch ein bisschen heftiger. Komm schon, lass mich hier schön looten. Ein Kartendeck. Na gut, Drohnen sind erstmal ausgeschalten. Da komme ich nicht durch. Hier steht Exit dran. Extract Components. Okay. Her mit dem Zeug. Kann ich hier einfach runterspringen? Das glitscht hier ganz schön. Wir springen mal runter. Hui, hui. War das jetzt richtig, was ich hier gemacht habe? Ich komme nämlich nicht durch. Doch so. Ich bin doch ganz careful. Hi. Bye. Ja, her mit dem guten Loot. Ich auch nicht. Macht schon Spaß. So, das können wir auch aufmachen. Das hier können wir looten. Damit können wir gar nichts machen. Glaube, ich muss hier wieder nach unten. So, bücken und springen. Sagt jemand, ich soll rauskommen. Ich bin nicht in Trouble. Das glaube ich aber nicht. Können wir hier lang? Nö. Nee, gut. Wieso haben die hier meistens nur grün oder blauen Loot? Das ist ja voll lame. Wo sind denn die Gegner? Hallo? Muss ich hier einfach runterspringen? Hui. Die Schuhe funktionieren. Es ist ein Wunder. Das ist mal ein Arasaka Environment Protection Bild. Mit einem Laserstrahl die Wilderer abschießen. Das ist eine gute Option. Da ist ein schwerwiegender Gegner. Oh, das war's schon. Ja, ich muss jetzt mal nachladen. Ist bei der Sniper immer das Problem. Nein! Kümmert das Glas. Ich würde sagen, das ist ein klares Ja. Wo muss ich denn wieder hin? Hui. Which way now? Security room. Need to find the elevator to the labs. Fastest route. Ja, ja, das werden wir schaffen. So. Schön looten. Look who we got here. Weiß ich nicht, wen wir hier haben. Hui. Da liegt der schöne Loot. Ja, ich schieß doch. Ich schieß doch. Ja, auch wieder nicht recht. Manche Leute.
So, Feinde, Feinde, Feinde. Feind, kein Feind mehr. Hat den Kopf verloren. Da ist ja auch noch einer. Guck mal, ich habe einen Baseballschläger irgendwo. Klonk. Oh. Überraschend effektiv. So. Nicht unnötig gewalttätig sein, aber ein bisschen schon. Hey, der steht wieder. So. Stehen wird ab jetzt verhindert sein. Ohne Kreislaufsystem funktioniert das meistens eher weniger gut. Wenn man kein Hähnchen ist. Gut, wir müssen nach oben. Wollen ja auch gelobt werden. Einmal auf die andere Seite. In den Security Room. In den Sicherheits... Ja, weg mit der Kamera. Eine Shard. Einmal öffnen. Oh. Wer bist du denn? Punk. Can't open it from here. Probably a control turn nearby. Ja, ja, erstmal schön her mit dem stylischen Arasaka-Merch. So. Was können wir denn machen? Local Network. Open. Patching in alt. Let your woman out of her box. Let her show us what she's got. Hey, you've always been the one. Know that, right? I do. Just a shame you never did. Na gut. Dann wollen wir mal Alt hier irgendwie rein installieren. Well, could have been worse. Alt's in. Think she can break through the ice? I have bypassed security. Das ging schnell. Elevator, now. Ja, ja, lass mich erstmal looten. Zumindest die Munition nehme ich mit. Da haben wir aber wenig. Da müssen wir nachcraften. Character. Oh, war das falsch? Journal, Inventory, Crafting. Weil wenn Smasher auftaucht, kann ich keine Nicht-MP-Munition haben. Max Ammo. Hier können wir craften. Alles. Haben wir auch maximal. Max, Max, Max. Überall Max Ammo ist es. Nicht schön. Ich dachte, die hat komplette Kontrolle übers Gebäude. Wieso nicht über die Drohnen? Vielleicht will sie es auch spannend machen. Ah, Drohnen stürzen auch so ab. Was ist denn los mit denen? Oh, da oben liegt noch was Legendäres oder zumindest was Orangenes. Lass mal das einfach. Okay. Wie geht ihr denn gerade hier drauf? Ich mag's nicht, wenn sie Tote bewegen. Krieg ich Angst. Ich spiele ja gerade nebenbei ein Horrorspiel. Zumindest so ein bisschen. Und was tot ist, sollte tot bleiben. Das ist meine Meinung. Gut, der ist definitiv hinüber. Wir laden nochmal nach. So, komm schon, Smasher. Ah, das ist nicht Smasher. Ach komm, ich will doch selber schießen. Gehen die irgendwie so drauf? Wir gehen halt auch nochmal sicher. Lasst es. Guckt euch das... Lasst es. Oder macht Valen das alles gerade? Noch eine Shard können wir ja mitnehmen. Was ist eigentlich das hier? Was ich ausschalten konnte. Ist ja gut. Ab nach unten. Aha. Bullshit. Know that look? Got something on your mind? Ever think back about why we did it? Did what? Why we took on the corpse, strapped in leather, chrome and iron. Don't know, Johnny. We were young. Hot blood in our veins, shit judgment in our heads, like all pups. We fought for beauty,
Not knowing what was good or true was only the beautiful that meant a damn thing to us. Don't let your mind wander. We'll kick around old brain cells over vodka once we're done. My treat, eh? Or people with stories of the olden days, just like my grandparents. He mocked him. Arasaka netrunners have stormed the tower's systems. Stopping their advance is my priority. Continue on your way alone. Na, dann eben allein weiter. Mal sehen, ob wir das schaffen. Wer folgt mir? Wieso sind denn hier alle schon tot? Holy fucking Christmas. Who is she? Oh shit. Seems Cunningham's made strides these last decades. Ah, ist gut, dass Alt auf unserer Seite ist. Ey. Wie konnte die da durch die geschlossene Tür durch? Das ist eine schöne kleine Küche für die Angestellten hier. Haben sogar eine Mikrowelle. Oder was Vergleichbares. Mensch, das ganze schöne Ding ist schon vorbei. Local Network, Air Conditioner. Activate, warum auch immer. Bringt das was? Television aus. Double Doors open. Hat es irgendwas gebracht, was ich hier rumgeklickt habe? Ich glaube nicht. Na gut, weiter geht's. Ja, läuft eigentlich ziemlich gut. Kann man sich nicht beschweren. Jetzt nochmal so ein Exit. Ah, wir können, glaube ich, die Treppen nehmen. Das ist auch nochmal so ein Exit. Na komm, wo Feinde? Der gehört, glaube ich, zu mir. Komm schon, ich habe doch extra Munition nachgecraftet. Wird doch jetzt nicht umsonst gewesen sein. Wenn Alt hier alles alleine macht, wieso bin ich denn überhaupt hier? Ein Arasaka, wenn ist hier, den könnte man ja zumindest mal abfackeln. Naja, wir haben genug Granaten. Yay. Leichte Brandstiftung. Ich glaube, der ist nicht mal wirklich hochgegangen. Da ist eine Kamera drin. Oder ist die auf der Seite? Ah, da oben irgendwie. Jetzt ist er down. Wer bist du denn? Hallo? Ein Mech? Ah, den kann ich nicht mal ausschalten. Ah, ich hätte Alt nicht mitnehmen sollen. Die macht es echt hier überraschend einfach. Naja, vielleicht verliert sie Kontrolle. Oder auch nicht. Das hast du ja schon mal gesagt. Oh, eine Arasaka Elite Force ist hinter uns. Na, das will ich ja hoffen. Wenn das mal nicht Smasher ist. Oh oh. Fuck. Ist das alles Smasher? Ui, weg hier. Mal die gute MP holen. Der hat hier kaum Hilfe. Da war ja der Boss vor zwei Folgen schlimmer.
Naja. Hat sich Rogue selbst in die Luft gesprengt? Sind es die Reste von ihr? Ja, ist ja gut. Halt mal deine Phrase. So, wie können wir den denn am besten eine ins Gesicht ballern? Komm schon. Nee, du wirst hier nicht lebend rauskommen. Ui, da hat er mich aber fast erwischt. Komm schon. Na gut, MP it is. Wo ist er hin? Granate. Also er ist schon auf 50% Health. Das spricht nicht für seinen legendären Status. Auch wenn er ganz gut austeilen kann. Da keine Waffe mehr? Ist ja gut. Hey, komm runter. Ja, dann würde ich dir mal empfehlen, dass du dich nicht zurückziehst. Dass man dich endlich ausschalten können. Komm. Ja. So, wie sieht's mit der Sniper aus? Die muss ich nachladen. Mensch, macht der ein Terz um nix. Critical. Und Crit. Nö, der war nicht kritisch. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Mensch, ist der schnell unterwegs. Wir laden wieder nach. Oben sind Sniper. Ich muss auch nachladen. Ja. Schön auf die Rübe. Granate. Noch 16% hilft. Hat mir das schon ein bisschen schwieriger vorgestellt. Vielleicht hätte ich die Schwierigkeit auch hochstellen müssen. Ja. Oh, mein Relikt funktioniert wieder nicht richtig. So, 5% hat der Kollege noch. Und ganz empfindliches Knie. Tja, ich glaube, das war's dann. Listen to me, you bored son of a bitch. Rogue meant more than you or I ever could. Best there ever was. And you killed her. She knew the risks. Rogue had it in for you. Finally got what she wanted. You're talking tribe. I killed the old cunt. Don't know shit, Smasher. She finished things off on her own terms. Something you'll never get. Was ist jetzt mit dir? Ja. Noch ganz sicher gehen. Ganz sicher gehen. Kann man dich noch ein bisschen zerlegen? Will nicht, dass der einfach rebootet wird. Wo ist denn Rogues Waffe? Die ich aufheben sollte. Pick up Rogue's Gun ist optional. So, noch einmal ganz sicher gehen. Na. Ja. So, jetzt kommt er definitiv nicht zurück. Was ist denn das? Ein Turret. Und was bist du? Eine Klimaanlage. Keine Ahnung, ich kann connecten. 55 BD 55 haben FF. Nö, hab's verkackt. Naja, ein bisschen was haben wir bekommen, aber Rogues Waffe. Ach, hier. Shit. Rogue. Tut mir leid, Rogue. You were the best. Ist schon krass, wie viel sterben, nur dass Johnny und ich am Leben bleiben können.
Oh je, mir geht's anscheinend gar nicht gut. Hier ist noch eine Tarotkarte. Ist das der Tod? Judgment. Interessant. So, alles nachgeladen. Sieht gut aus. Sieht nicht gut aus. Mein Relikt funktioniert mal wieder nicht richtig. So, können wir mit Wayland reden? Hallo. Hey Wayland. Yeah, man. You're all right. Good luck, Silverman. Dankeschön. Also echt ein netter Charakter. Na nee, gut. Komm schon, wie? Kraxel noch dahin? Nicht kurz vorm Ziel aufgeben. Ja, jetzt komm schon. Jetzt ist es echt ernst hier. Komm, einfach einstecken. Bevor wir abnippeln. Rein mit uns. So, und was bringt das jetzt? Hallo? Was ist jetzt passiert? Okay, wir müssen zum Dach. Haben wahrscheinlich noch ein bisschen Bedenkzeit jetzt im Aufzug. Ah, auch nicht so lang. Die Katze. Takemura hat gesagt, die hat was zu bedeuten gehabt. Da ist sie ja wieder. Kann ich die streicheln? Schade. Schade, dass das nicht ging. Wieso bin ich denn wieder hier? Die Kette von wie? Okay, jetzt sind wir im Cyberspace. Kann nicht sagen, dass ich gerade verstehe, was abgeht. Vielleicht so eine Überschneidung von Erinnerungen und was auch sonst. Aha. Or set upon a golden bough to sing to lords and ladies of Byzantium. Was laberst du? Or passing, or to come. Ich glaube, die trägt uns einfach ein schönes Gedicht hier vor, das er auswendig gelernt hat. Weil sie zu oft ihre Hausaufgaben. Sorry. Hat vielleicht zu oft ihre Hausaufgaben vergessen. Da mussten wir immer Gedichte auswendig lernen und der Klasse vortragen. Hat nicht dazu geführt, dass man mehr Hausaufgaben gemacht hat, sondern einfach nur besser abgeschrieben und rechtzeitig abgeschrieben. Naja, Schulzeit ist schon lange, lange vorbei bei mir. Aber ich habe noch nicht ausgelernt. Oh, das wie? Wie geht es denn? Hey, wie? Happy to see me? Not exactly. Blacked out, then woke up here. Was ist denn mit der Waffe gerade los? You know, Sokka planted a fucking jungle on the top floors of its HQ. Had to hack my way through it with a machete to get it. Johnny, been waiting here I don't know how long, and my nerves are frayed. Tell me if my body's in one piece. Yeah, yeah, it's fine. Not counting some leeches and a few hundred mosquito bites.
Incidentally, you could stand to gain some muscle mass. Just saying. Die Waffe glitscht in der emotionalen Endszene. Right now, waiting for your output to finish gutting my soul. Alt, gonna show yourself. Say hi, maybe. I'm an engram now. A construct. Fuck. Yeah, well, welcome to the club. Hey, Alt, you here? Told me she's finishing the checksum. Then she'll copy me back over into my flesh. So we at the finish line? It's all in Alt's hands now? No. What the? Alt? I made a mistake in excluding the body as a factor. DNA reconfiguration has progressed too far. Added to aggressive, invasive medications, the body's immune system attacking its own neurons. Das klingt nicht gut. In human terms. V will die independent of what I do. This is inevitable. This is imminent. Fuck. Couldn't have said it better myself. What the hell? What now? Okay, let me think. Alt, come on. There's gotta be a way out of this. The biochip has irreversibly changed the host organism. It no longer belongs to V, who is an intruder there. The situation is different for you. All changes were made to accommodate you. Hang on. Telling your ex to kick me out of my own body? The changes are irreversible. You have nothing left to lose. He has everything to gain. So, so. I won't interfere in your personal affairs, but while Johnny has full control, he can do what he wishes. Tja, dann nehme ich als Johnny wohl den Körper. Na gut, wieder auf zu V. Was machen wir denn? Alt, give us what the hell for? So you can trick me into agreeing? Giving you a free pass, even though you can already do what you want with my body? You're my friend, V. I'd never pull that on you. Never do you wrong. Enough. You can honestly talk in circles till the goddamn sun implodes. But I told you once already and haven't changed my mind. I still got a life to live. So you should go. Was soll man denn jetzt nehmen? Going with Alt, you live on. Geht das? Not ready to die yet. Nehmen wir mal going with Alt, you live on. If you're not ready to die, then gonna live. Johnny. So what do I do, Alt? Simply cross the bridge. You will become a part of me, as V's body and former life are restored. Okay, und was ist mit V? Ich dachte, er kann nicht überleben. Hä? Hallo? Habe ich das Richtige gewählt? Oder das Falsche? Enter the veil to return to V's body. Optional. Ernsthaft habe ich jetzt nur noch die eine Option? Na gut. Hilft ja nichts. Ab über die Brücke. Bin etwas irritiert mit der Entscheidung, die ich gefällt habe. Wieso kann V jetzt plötzlich doch leben, wenn ich das nicht mache? Don't make this any harder, eh? Just don't forget I came around. I won't. Ever. Was ist denn mit V los und vor allem mit der Waffe? Na gut, hab wohl keine Wahl mehr.
Ich dachte, ich kann wie in die Cyberwelt befördern und in Wies Körper weiterleben. Das hätte mir besser gefallen. Hätte ich vielleicht mal googeln sollen, was meine Entscheidungen hier so für Auswirkungen haben. Ui, ein schönes Farbenspiel. Bin ich jetzt im Internet innen drinne? Ich höre zumindest Straßenlärm. Und da bin ja ich als V wahrscheinlich. Ja. Mensch, haben wir Adern an den Füßen. Die sieht man ja so deutlich. Habe ich kein Geld mehr? Hey, was soll denn das? Habt ihr so viel gelootet? Ja, mit dem Amulett. Das ist mein Glücksbringer. So. Dann wollen wir einmal duschen, weil das das Missionsziel ist. Ja. Ist das nicht angenehm? Ich hätte gewartet, bis das Wasser warm ist. Na gut, inzwischen dampft es, das heißt, wird schon angenehm sein. Wieso können wir jetzt das... Ah, ja gut. Anscheinend sind wir nicht wirklich gesund. Hätte auch keinen Sinn gemacht mit dem Dialog da vorne. Take all. Ja, ja, ist ja gut. So. Okay. Delamain has confirmed a vehicle arrival at the arranged time. I've noticed your calendar is empty for what remains of the month. Would you like me to begin planning? No, thanks. That's as it should be. Perfect. Have a nice day. Danke, gleichfalls. Wo ist denn mein Kalender? Hey, Boss. Hey, he there yet? Not yet. He'll be on time, though. His people came to scan the place earlier. Check and make sure everything's clean before he arrived. Thought we didn't notice him. And the gear? All set with the heat. Rest, too. Full tank, ready to launch. Thanks. Be there soon. Okay, ich bin der Boss vom Afterlife. Hier steht irgendwo, ich soll meine Jacke mitnehmen. Ich hab doch keine Ahnung, wo meine scheiß Jacke ist. Das ist das Badezimmer. Da war man ja gerade. Ach, komm schon. Irgendwas. Actionblock. Na gut. Wo legt der Typ hier seine Jacke hin? Ich vermisse Johnny jetzt schon. Ah, das Apartment, was wir gerade haben, das gefällt mir echt gut. Ja, keine Ahnung, wo die Jacke ist. Gehen wir mal zum Ausgang. Hallo? Hallo? Action blocked. Ich könnte Kaffee machen, aber ich will nicht wirklich. Nimm deine Jacke. Ja, wo denn? Gut, hier kommen wir zumindest raus. Mein Mono-Weiher habe ich auch. Wir müssen auf irgendeinen AV warten. Vielleicht müssen wir dann doch Kaffee machen. Wie gesagt, keine Ahnung, wo die Scheißjacke ist. Ich habe fast überall gesucht. Hier noch nicht. Da sind ja meine ganzen schönen Waffen. Jacke. Jacke wie Hose. Da ist sie ja. So, jetzt müssen wir warten. Da machen wir am besten einmal
Boah, normalen Kaffee halt. So schwarz wie Seele im Moment. Und der AV ist da. Ist das nicht toll? Oh, noch nicht. Anscheinend müssen wir noch weiter warten. Konnte ich jetzt einfach ohne Grund da lehnen? Ah, der AV ist tatsächlich schon da. Das wäre ich natürlich auch gern geflogen. Hello. Thank you for choosing the Delamain service. Gern geschehen. The afterlife. Head over there. As you wish. Interessant, dass ich immer noch nackt bin. Das ist in Ordnung. If I may deign, you look frightfully fatigued. Was it a difficult night? Difficult few weeks. I'm truly sorry to hear that. Schon okay, Delamain. Network is pleased to offer complimentary services that may just be the ideal remedy for your current condition. What's more, I'm delighted to inform you that Delamain has joined forces with Trauma Team. With our limited time only safe travels package, you have a full range of medical services available to you at your fingertips. Get me to the afterlife and floor it. Naturally. I've chosen the optimal route. We'll be arriving shortly. Please sit back, relax, and enjoy the stunning views of our fine city. Dankeschön. Thanks. Judging by my client's reviews, the city is truly breathtaking. Ja, weil die meisten sterben. It's a knockout. Sure is. Dieser Cut. Der liest gerade Yelp-Reviews über die Stadt vor. Das gefällt mir. Na komm, ein bisschen schneller, Delamain. Ah, diese Softsys haben wir auch nicht viel mit interagiert. Denk mal, das ist nicht unbedingt ähnlich groß wie Arasaka. Und da hätte man ja auch ein paar schöne Suchen- und Zerstören-Missionen machen können. Oder ein paar Gangmitglieder ausschalten oder Korpo-Mitglieder. Ja, aber schön haben wir mal die szenische Route zum Afterlife gewählt. Ist ja auch nicht das Schlechteste. Und hier kann ich nicht mal die Fahrt überspringen. Ja. Wie gesagt, ganz nett. Da sehen wir ein Bürogebäude. Und wunderbar, direkt vorm Fahrstuhl abgesetzt. Danke, du auch. So, der Afterlife. Bin nicht sehr zufrieden, dass wie mein ganzes Geld ausgegeben hat. Ah, okay. Outfits kann ich immer noch nicht auswählen. Na gut. Send the word space to 7299 for a chance to win a one-week getaway for two at the Crew. Das klingt gar nicht schlecht. Vielleicht mal ein bisschen in den Weltraum gehen. Wir können mit Claire reden. Hi Claire. Claire, komm her. My usual. Sure thing. People can tell something's up. Won't be able to keep it under wraps much longer. Won't have to. Takeoff's today. Today? Is that a problem? No, just in that case, you're gonna need something special. Rogue had this little ritual. Before any big op, she'd knock back a shot of tequila. Silverhand's preferred. Asked her once if it was for luck or whatever. You know what she said? Said it was about remembering. Said that remembering Johnny that way helped her focus on what was important. Okay. Anyways, afterlife tradition. I'm gonna mix you up one of our specials. Just tell me who we're drinking. Mm.
Wir trinken auf Johnny Silverhand. I mean, I only know what people say about him, but bet he'd love what you're planning. Shit, you're on a damn moon. Was plan ich denn? Jetzt bin ich schon neugierig. Na gut, dann ab in die Boss-Area. Hey, Boss. V. I've long awaited this moment. Mr. Blue Eyes. Ich bin auch moved. Sit, sit. Dankeschön. Ich dachte, du bist der Client. Well, the Koshi was quite the punch. You TKO'd Arasaka, in fact. Brought you Eddie's influence around town. But not just that. It meant positive paralysis of Arasaka systems. A few additional hatches opened up. My people rushed in, grabbed what they could. Schön für dich. I have confirmed the intel leaking out of Arasaka. The casino is currently testing a new security system. And it's true. They will be shutting it down briefly today. I believe you'll know how to use that moment. Ja. Won't be disappointed. Pick the best merc around for the job. So I've heard. But I'd like it proved to me as well. Speaking of which, nobody's ever pulled off a stunt like this. Where I'm from, they'd say it's straight impossible. They'd say you're taking too big a risk. Poetically speaking, flying towards the sun to burn up. This is why you hired me. You know why I hired you? Because you'd do anything at all for even the faintest chance at survival. Even if it meant coming to within a hair's breadth of your untimely death. This time tomorrow, should have the casino's client data. All of it. Don't forget your side of the bargain. Oh, I never forget a promise. Good luck. Ich mag's, dass ich immer noch nackt bin. Ja gut, Boxershorts habe ich an, aber... Das wirkt unprofessionell. Bin ich im Weltraum? Warum bin ich jetzt im Weltraum? War das mit der Sonne ernst gemeint? Perfect. Almost to the second. My turn. Satellites are down for now. Just got the signal. Signature cloaking activated. Remember. Got one shot and one shot only. Yeah, tell me something I don't know. As soon as it starts, there'll be no backing down. No chance at extraction. No chance of survival if anyone notices. Excellent. But if this works, you'll gain more than you ever imagined. Das gefällt mir. The gain are long gone. Now I got nothing to lose. That's kind of grim. Then again, who am I to judge? Gute Frage. Hier mit meinem Gear. So, ab ins Airlock mit uns. Mensch, von so einem einfachen Straßenkind sind wir dann schon sehr weit gekommen. Dankeschön. See you down bottom. Over and out. Weiß immer noch nicht, was wir vorhaben. Sieht das fancy aus. Hm.
Oh, ich habe einen Arasaka-Helm. Links sehen wir schön die Erde. Europa, um genau zu sein, auf dem Kopf. Wenn ich es richtig erkannt habe. Ich denke zumindest Spanien und Gibraltar habe ich erkannt. Also die Meerenge zwischen Spanien und Afrika. Und Großbritannien habe ich auch rausgesehen. Was machen wir jetzt? Uns im Weltraum erschießen? Ich bin mir nicht sicher, was wir da für ein Ende erwischt haben. Hätte ich jetzt nicht gesagt. Dankeschön, Victor. Okay, wir haben Ende getriggert. Hier sind die Credits. Hab das Ende jetzt nicht ganz verstanden, aber ihr habt ja gesehen, welches aufgeploppt ist. Entschuldigung. Tschüss, Mama Wels. Na gut. Oh, Julie. Das ist mir damals schon aufgefallen. Ach, schön, dass Judy glücklich ist. Ja, ja. Listen, you wouldn't happen to have any gigs to spare, would you? I'm not picky or anything. I'll take whatever pays the rent. If you've got something or you know someone who does, give me a call, okay? I really appreciate it. Na gut. Panem ist immer noch im selben Spot. That's it. Catch you sometime in the afterlife, maybe. Ja, ja. Es kommt davon, wenn man hier sich nicht verführen lassen will. Das sehe ich ja. Oh, danke, Soul. Dankeschön. V, hey, can you hear me? Shit, is this thing recording? Okay, well, all of us have been wondering when you're finally gonna drop by. We can get a barbecue going, knock a few back, do a couple of races, or pay a friendly visit to the Raff and Shiv. Keine Ahnung, wer das ist. Well, Badlands could use a badass like you. Don't know what you got on your plate right now, but remember, you're welcome out here anytime. Sehr right, schön. Take care. Sehr viele Nomaden, die sich verabschieden von mir. V,
Takemura. Oh, Takemura war nicht sehr freundlich. I was just thinking about you, so I laid out a quick tarot. I know the reading's not as strong without you here, but we haven't seen each other for so long, and I... Well, one thing led to another. Know what I drew? Strength, the Emperor, and the world. The world's gonna hear about you. Go and show Night City what you're made of. Waren das jetzt alle? In-Game-Ads. Interessant, dafür gibt es auch Credits. Nun gut, da das alle waren, würde ich sagen, wir sind am Ende von dieser Folge angelangt. Und viel wichtiger, am Ende von meinem Cyberpunk 2077 Let's Plays. Es hat mir wirklich wahnsinnig Spaß gemacht, das zu zocken. Sind auch einige Folgen rausgekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich bin mir sicher, wir werden uns bei einem der vielen anderen Spiele, die ich noch spielen werde, wiedersehen. Bis dahin, habt eine gute Zeit.